Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal Waghaft.com. Heute müsst ihr wirklich keine Angst haben, denn es gibt tatsächlich eine Folge von Rudolf, und zwar die Folge 53. Nur wollte ich eigentlich heute wieder ein Special machen, wie beim letzten Mal, über die Fahrzeuge und Flugzeuge und Waffen und so weiter. Und das hat euch ja nicht so gefallen. Also sicherlich hat euch das Video gefallen, aber dass ihr mal ohne Rudolf auskommen müsst eine Woche, das hat euch nicht geschmeckt. Das habe ich verstanden. Also die Kommentare waren, ja, war es ganz okay, aber wir wollen Rudolf, Rudolf, Rudolf. Und ich kann das auch verstehen, aber ich dachte mir, für die von euch, die nicht so einen Plan haben vom Zweiten Weltkrieg, mache ich dann mal dieses Special. Und heute ist eigentlich auch geplant ein Special über die Geschichte, wie ich überhaupt an diese Tagebücher gekommen bin. Da steige ich aber gleich noch ein. Vorweg noch einmal für die Kanalmitglieder. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht, weil ich das nicht so richtig hinterlegt habe. Also die Kanalmitglieder auf diesem Kanal kriegen extra Videos von mir, die auch mit KM markiert sind. Die könnt auch nur ihr sehen. Und die sind alle ohne Werbeblöcke. Die sind da nämlich ausgeschaltet, die Werbeblöcke. Das ist für die Kanalmitglieder. Und was alle Videos, die kein Kürzel KM haben, das sind die mit Werbeblöcken. Das heißt also, wenn ihr jetzt ein Video findet, von das 12 Monate alt ist, das hat natürlich noch Werbeblöcke da drin, weil die Kanalmitgliedschaft startete ja erst im November, Dezember, glaube ich. Und alles, was seitdem produziert wird, ist auch für KM gedacht. Also wundert euch nicht, wenn ihr was nicht mit KM öffnet, dann sind da Werbeanteile drin. Nur mal so zum Verständnis. Weil ich kann euch ja keine E-Mail schreiben und euch das nochmal erklären. Weil ich werde das nochmal versuchen, irgendwie in die Community zu schreiben. Das nochmal zu den Kanalmitgliedern. So. Ja, das nächste, was ich kurz noch ansprechen möchte, ist, ich habe ja ein Video hochgeladen. Am Wochenende, glaube ich, war das von World of Tanks. Und dann haben sich auch einige Leute darüber, wie sagt man, nicht aufgeregt, aber so bemerkt, so, was soll das hier, ein Kriegsspiel auf dem Kanal und so weiter. Also ganz vorneweg, und da will ich jetzt niemandem so nahe treten, also das ist ja mein YouTube-Kanal. Und im Endeffekt ist es ja auch meine Entscheidung, was ich da mache. Und ich habe mich halt entschieden, dass ich auf Twitch halt mein Hobby, das ist Panzerfahren, dem Hobby fröne ich da und habe auch erklärt, warum ich das dann hier in den Kanal mit reinbringe. Mein Bestreben ist aber folgendes. Auf dem YouTube-Kanal hier, auf Waghafts, ist ja das Altersband so zwischen 30 und 60. So. Auf Twitch findet ihr die Leute zwischen 15 und 25. Wenn ich mich dort hinsetze und live Panzer fahre und die Leute stellen mir 1000 Fragen zum Zweiten Weltkrieg und zur Bundeswehr und was auch immer, kann ich das beantworten und ziehe die somit natürlich auch mit auf den YouTube-Kanal. Und somit kann ich die Jüngeren vielleicht dazu animieren, sich vielleicht über das Thema auch mal Gedanken zu machen. Also das ist die Intention dabei, dann dieses zu kombinieren. Also es wird nicht einen YouTube-Kanal geben nur fürs Panzerfahren und es wird auch keinen YouTube-Kanal geben nur mit Waghaft, sondern das eine ist Twitch und wer da keine Lust zu hat, der geht da einfach nicht hin. Und das andere ist Waghafts. Und wenn ich dann mal ein Video zeige, wo ich Panzer gefahren bin und wer das nicht mag, der guckt sich das einfach nicht an. Also, so einfach ist das. Deswegen, also wie gesagt, ich will mich hier auch nicht immer erklären müssen. Ich will das einfach nur mal, dass das vielleicht verstanden wird. Und wer das nicht gut findet, ja, dann ist das leider so und dann ja, muss ich damit auch leben können. Ne? Gut, schon wieder so viel geredet und erklärt. Rudolf. Tagebücher. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe es schon einmal erklärt und ich erkläre es gerne nochmal, aber jetzt vielleicht in epischer Breite. Also, in der Zeit, wo ich noch richtig viel Militaria gesammelt habe, also alles, was damit zu tun hat, Erster Weltkrieg davor und Zweiter Weltkrieg und so weiter und so fort, bin ich auch viel durch die Gegend gefahren und habe mich sehr, sehr viel mit Veteranen getroffen und auch mit Leuten, wo die Väter oder Großväter, was auch immer, im Krieg waren. So. Und ich kriegte mal einen Anruf, das war aus der Nähe von Hamburg, da war eine Familie und die hatte mich angerufen, weil die ein paar Orden hatten, also eine Kreuze, Panzerorden und so weiter und so fort. So. Was habe ich gemacht? Ich habe mich ins Auto gesetzt, Termin gemacht, Auto hingefahren, mich hingesetzt, mit den Kaffee getrunken, mich unterhalten, ganz nette Leute.
Und im Laufe des Gesprächs kam dann dieser Orden auf den Tisch. Also Eisernes Kreuz, 500 Abzeichen, Panzerabzeichen und so weiter und so fort. Und mich interessierte auch immer die Geschichte dahinter. Und dann erzählten die, ja, es ist hier unser Vater und der war Panzermann und so weiter. Und war ich total spannend und was sie so erzählten. Naja, und dann fragt man natürlich, Wehrpass vielleicht, Urkunden, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann. Naja, nee, Wehrpass und Urkunden haben wir nicht gefunden, wissen wir nicht. Und dann drucksten die damals so rum. Also das ist schon echt lange her, deswegen ich versuche das noch so zu erklären, wie ich mich erinnere. Und und dann ging das irgendwie los. Ja, aber wir haben noch so ganz viele Korrespondenz, also Schriftverkehr mit anderen Leuten. Ich sage ja, Entschuldigung, ich sage ja, was denn für Korrespondenz? Ja, der war so ganz agil nach dem Krieg, hat ganz viel recherchiert und geschrieben und hat ganz viel mit diesen ganzen Kameradschaftsverbänden von den Panzerleuten, Divisionen mit Kommandeuren und sich ausgetauscht und ganz viele Briefe hin und her geschrieben und so weiter. Und dann sind wir dann ins Arbeitszimmer gegangen, das war aber relativ ausgeräumt schon, da waren, also waren zwei große Kisten. Eine große Kiste war voll mit Schreiben und Briefen und also wirklich unglaublich viel. Also was sich da über Jahre angesammelt hat, Jahrzehnte angesammelt hat. Und ich guckte das nur so durch und war damals aber noch nicht so weit im Kopf, dass ich sagte, boah, das ist ja super interessant, das muss ich haben. Und da habe ich gesagt, ja, so Korrespondenz, weil es alles Nachkrieg war. Also es ging 56 oder 55 oder wann auch immer ging das los und dann bis in die 80er rein. Und das war nicht so mein Bereich, also die frühe Bundeswehr und die Reservistenverbände und Panzerverbände und so. Da habe ich gesagt, ah, das brauche ich nicht. So, ja, dann haben wir so ein bisschen weitergeschnackt und dann sage ich, gibt es dann sonst irgendwas? Fotos, Fotoalben? Ja, wir haben ein paar Fotos, aber die möchten wir nicht hergeben und das ist ja Familie. Und da habe ich gesagt, ja, das verstehe ich, machen ja viele nicht. Ist dann eben doch, also die Orden, da steht ja auch kein Name drauf, deswegen werden die ja manchmal weggegeben und die Papiere, ja, aber wir haben noch was anderes. Dann sage ich, ja, was denn? Ja, wir haben hier noch so eine Kiste voll. Und sage, was ist das denn? Ja, und dann stellten sich da noch eine Kiste hin und da waren dann alte Bücher drin und dann alte Tagebücher halt, ne, so handschriftlich gemachte Sachen und abgetippte Sachen und Ordner, so alte Leitsordner, so richtig speckig schon mit alten Papieren drin, so. Also richtig alter Scheiß. Und dann habe ich gesagt, naja, was ist das denn? Ja, er hat da sehr viel zusammengetragen über seine Zeit an der Front und das ist spannend und er wollte sicherlich auch mal ein Buch schreiben, das wussten wir aber auch nicht, so sein Lebenswerk hat er nie beendet und vielleicht ist das ja für Sie. Und ich sage, oh, ja, nehme ich mit, aber wenn Sie das mal irgendwann nutzen und veröffentlichen, dann bitte, Name ist in Ordnung, können Sie nutzen, aber sonst so alle Daten, die Sie haben, bitte nicht. Und dann habe ich das natürlich respektiert, aber kein Vertrag, weil Handschlag ist ja klar. Und dann habe ich das mit nach Hause genommen. So, und dann die Orden sind dann irgendwann in meine Sammlung gewandert und da gar nicht so drüber nachgedacht und alles auf den Dachboden geschleppt, weil der Dachboden ist bei mir schon so voll mit Kram aus den ganzen Jahren, die ich sammle. Also es ist wirklich, wirklich viel. Ja, und irgendwann kam ich dann auf die Idee, das mal wieder rauszusuchen, rauszukramen, weil ich so ein bisschen ausgemistet habe und habe alte Fotoalben rausgesucht und so. Und dann fand ich halt auch den Bereich von Rudolfs Tagebuchaufzeichnung. Und eine sehr, sehr schwierig geschrieben, also die erste Zeit und ich wollte ja so früh wie möglich anfangen, als er an die Front kam. Und dann habe ich das genommen, bin zur Oma gefahren, ne? Also Oma, falls du guckst ja glaube ich sowieso nicht zu, aber die ist ja auch schon 90, meine Oma, Oma Mechtelt, und bin zu ihr gefahren, ich sage, kannst du das lesen? Ja, kann ich lesen. Ja, und dann haben wir uns hingesetzt und wo ich nicht weiter wusste, habe ich das damit geplottet und dann haben wir das übersetzt, so gut es ging, und dann habe ich das abgetippt und habe ich das hier vorgelesen. So. Und dann irgendwann kam man an den Punkt, wo man dann die Unterlagen, die er selber getippt hat und selber geschrieben hat, die konnte man dann eben besser lesen. Die waren aber auch ziemlich undurchsichtig und musste man auch neu abtippen. Und so ist das überhaupt alles gekommen. Und damit ihr mal einen Eindruck kriegt, wie das aussieht, weil ja viele immer sagen, das ist alles gar nicht, das stimmt alles gar nicht, passt alles gar nicht, zeige ich euch das jetzt mal, was ich hier habe. Ich habe jetzt aus den Kisten ein paar Sachen rausgesucht. Die zeige ich euch jetzt mal und dann mache ich noch ein paar Bilder mit der Kamera. Ja, und dafür, damit ihr das auch vernünftig erkennt in dem Kamerabild, und wie gesagt, ich fotografiere das nochmal ab und packe das nachher nochmal in den Anhang vielleicht nochmal zum Gucken oder wie, ich weiß auch nicht, wie ich es mache. Ich bin ja jetzt noch am Aufzeichnen. Schalte ich jetzt mal um auf Farbe. So, und so sehe ich in Farbe aus. Man soll es gar nicht glauben. Und hinter mir diese graue Decke ist eigentlich eine grüne Decke und das ist eigentlich auch keine Decke, das ist ein Greenscreen, weil eigentlich war mal die Idee, dass man irgendwelche Sachen einblendet, wie es im Fernsehen gemacht wird mit Greenscreen, deswegen ist es ein grüner Vorhang, damit man den Rest des Zimmers nicht sieht. Also das nochmal so zum Info, und so sehe ich in Farbe aus.
Aber das ist nur heute, das schalte ich nachher wieder um. Also, zu den Tagebüchern selber. Es sind ganz viele Bücher, die in dieser Art und Weise aufgetaucht sind aus diesen Sachen. Und jetzt könnt ihr ungefähr euch denken, wie schwierig das ist, sowas zu lesen und zu übersetzen. So, ich drehe das mal so ein bisschen so. Dann kann man das vielleicht sehen. Das ist also hier Schwer Sütterlin. Dann haben wir noch eins. Das ist schon ein bisschen besser zu lesen. Ja, das ist hier so ein altes Aufzeichnungsheft. Und da kann man schon so ein bisschen mehr lesen. Ja, das hat dann Oma alles übersetzt. Und dann auch ein ganz, ganz fettes Tagebuch hier. Ja, das ist so richtig so ein Kracher, wo hier noch diese Verschlüsse sind. Wahrscheinlich aus einer Panzerkiste, weil ich weiß nicht, wie das den Krieg überlebt hat und wie er das überhaupt gemacht hat. Muss ich ein bisschen aufpassen, da sind noch Aufzeichnungen hinten eingeheftet. Was mit dem Licht ist, ist ein bisschen schwer zu sehen. Und dieser ganze alte Kram hier, das sind dann diese ganzen Aufzeichnungen, die man dann abtippen muss. Also fällt der Scheiß schon auf. Also, wie gesagt, ist schwierig ein bisschen zu zeigen, aber ich wollte es jetzt auch nicht abfotografieren, weil Bilder sind geduldig, das soll ja auch ein bisschen Bezug haben auf meine Person hier. Da war noch Kartenmaterial drin, noch ein Brief hier von der Front, der war auch noch da drin und so weiter. Und so kann ich euch vorstellen, ist diese ganze Kiste voll gewesen mit seinen Aufzeichnungen, die man dann sortieren musste. Und dann irgendwann ist er ja dazu übergegangen, dass er das Recherchierte schon zusammengeschrieben hat. Und dann kamen da solche Papierdinger raus. Hier, ich halte das mal hoch. Die habe ich extra nochmal in Folie gepackt, damit man es ein bisschen besser sehen kann. Aber ziemlich schlabberiges Papier und dann getippt und dann kopiert und nochmal mit Markierung versehen, was stimmte, was muss weggestrichen werden und so. Oder hier auch mit eingerissen von alten Kopierern oder wie das auch immer gemacht worden ist. Das auch noch. Ja, und so sieht das dann alles aus, ne? was hier dann liegt. Und dann setze ich mich hin und lese mir das durch. Und dann habe ich noch eine große Karte von dem Regiment, weil ich weiß ja, in welchem Regiment er war. Und gucke mir genau an, wo haben die gekämpft, passt das mit den Daten, passt das mit den Namen und so weiter. Das recherchiere ich dann auch alles noch. Und dann wird da draußen nämlich das hier. Und zwar, das ist jetzt Ostfront Tagebuch 42, mittlerweile Teil 32. Viel Zeit bleibt nicht, nachdem wir die Brücke genommen haben, der Kompaniechef und so weiter und so fort. Und das sind dann immer so, ein Teil sind dann immer 5 oder 6 Seiten und dann kommt der nächste Teil. Und das ist das ganze Geheimnis hinter den Tagebüchern. So, jetzt schalte ich nochmal wieder um. So, umgeschaltet und jetzt wieder in Schwarz-Weiß. So, und das ist eigentlich der ganze Hintergrund an dieser ganzen Sache. Und wie gesagt, also ich gehe mal davon aus, dass Rudolf vorhatte, da wirklich ein Buch draus zu machen. Wie weit er seine, ich sag mal, Erlebnisse auch von Kameraden damit hat einfließen lassen, weil das ist natürlich unglaublich, was der erlebt hat und was alles passiert. Aber ich muss sagen, ich weiß es nicht. Also wenn er so viel Korrespondenz gesammelt hat von seinen Regimentskameraden oder Kriegskameraden und in diversen Panzerverbänden, Nachkriegsverbänden, die auch mit der Bundeswehr gearbeitet haben, da Sachen hat einfließen lassen, weiß ich das nicht. Fakt ist auf jeden Fall, Rudolf hat den Krieg überlebt. Fakt ist, er war hoch dekoriert, aber hatte kein Ritterkreuz und auch kein deutsches Kreuz. Das kann ich hier schon mal sagen. Aber er war also bis zum Ende dabei und hat den Krieg halt auch überlebt und das hat er aufgeschrieben. So. Und dann kommen ja auch noch, die Stimmen werden ja laut, wie kann jemand so viel erlebt haben? Und dann habe ich mal, ich habe mich mal hingesetzt und habe mal gerechnet und dann habe ich geguckt, wie viele Folgen haben wir jetzt schon gemacht? Wir haben 53 Folgen und dann habe ich Folgendes ausgerechnet. So. Wenn man jetzt bedenkt, dass Rudolf im August 41 angefangen hat, sein Tagebuch zu schreiben an der Ostfront oder seine Aufzeichnung. So. Und dann sind wir jetzt im Februar 43. Das heißt, 19 Monate lang hat er jetzt schon geschrieben. Und wenn man jetzt diese 19 Monate mal 30 nimmt für die Tage, also in einem Monat, ist ja klar, und das wiederum
durch 53 teilt, dann kommt man so auf 10 Tage, bummelig, also 10 Komma hast du nicht gesehen, die dann immer ein Kapitel oder eine Folge abdeckt. Das heißt, was er in 10 Tagen erlebt hat, hat er in eine, also hat er einmal aufgeschrieben. So würde man das hochrechnen können. Und wenn man sich das überlegt, dann kann man auch da rein interpretieren, dass die Jungs tatsächlich so viel erlebt haben. Ja, also wenn er alle 10 Tage im Panzer los war, ich rechne jetzt nochmal hoch, versuche es ja nur zu verstehen oder zu erklären, und das aufgeschrieben hat, dann ist es ja nicht so, dass er jeden Tag losfährt und jeden Tag kämpft wie ein Wahnsinniger, sondern da ist ja mehr Platz dazwischen. Also so muss man sich das mal vorstellen. Und wenn man sich dann die Feldpostbriefe anschaut, die ich ja letztes vorgetragen habe, was dieser junge Panzeroffizier da in 2 Monaten gemacht hat, dann hat er ja 10-mal so viel erlebt in dieser kurzen Zeit wie Rudolf. Also dass das alles nicht passen würde, das kaufe ich also nicht. Also das ist schon reell. Und die Panzerleute hatten ja noch das große Glück oder Pech oder wie auch immer, dass die immer nur dann kämpfen konnten, wenn der Angriffsraum panzertauglich war, wenn sie Munition genug hatten und wenn sie Sprit genug hatten. So. Und da hat auch ein Panzerregimentskommandeur oder ein Kompaniechef gesagt, heute geht's nicht, wir können nicht, müssen uns regenerieren. Also von diesen Zeiträumen, wenn ich mir das so ausrechne, dann passt das schon. Also deswegen sehe ich das auch nicht so tragisch. Aber wir werden nie wissen, ob das jetzt alles so passt, was er da aufgeschrieben hat oder nicht. Mehr als das aus diesen Dingern, die ich vorhin gezeigt habe, rausnehmen und die Streichung rausnehmen und neu abtippen, kann ich auch nicht. So, und wer das alles nicht glauben will, der glaubt das eben nicht. Also so einfach ist das für mich. Ich wollte nur einfach mal zeigen, dass das nicht irgendwie aus der Luft kommt, hier alles, sondern das ist echt verdammt viel Arbeit, das alles aufzuarbeiten und natürlich die Querrecherche noch. Ja, welcher Panzer, wo ist das passiert, was ist am Terek gewesen, such die Karten raus, sind die Schlachten da gewesen, war der Kommandeur, war der das auch wirklich oder hat er sich da vertan oder, also, ja, ist alles nicht so einfach. Ist aber egal, mir macht das immer Spaß und ich hoffe, euch holt das auch ab. Und das wollte ich einfach mal loswerden, dass ihr wisst, das ist jetzt also kein Special, sondern ist einfach mal eine Info nach über 50 Folgen, wie sehen diese Tagebücher aus. So, und wer das immer noch anzweifelt, habe ich ja eben schon gesagt. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ihr seid natürlich jetzt schon wieder heiß. Jetzt kommt Folge 53 von Rudolf. Die hat es in sich, das kann ich jetzt schon sagen. Und ich habe den großen Vorteil, ich weiß ja eh schon, was alles passiert. Ich habe mir das eh schon alles durchgelesen. Aber ich verrate nichts. Gut. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erschlagen. Kanalmitglieder, Tagebücher, World of Tanks, Simulation, den Kanal und wie es weitergeht. So. Ich hoffe, Rudolf holt euch wieder gut ab. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich hoffe, ihr bleibt auch dem Kanal treu, auch wenn ich meine Richtung oder den Kanal so gestalte, wie mir das am besten passt. Und ich hoffe, alles wird gut. Bis dann. Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Don, Februar 1943. Als ich aufwache, merke ich, dass ich nicht mehr im Panzer sitze. Langsam realisiere ich, dass ich liege. Die Augen habe ich noch geschlossen und es fällt mir schwer, sie zu öffnen. Eine gewisse Mattigkeit hat mich ergriffen und ich muss erst mal anfangen, klar zu denken. Also schön der Reihe nach. Ich denke als erstes an meine Augen. Doch bevor ich diese öffnen kann, kommen die Schmerzen. Nicht hier und da ein wenig, sondern wie ein glühender Dolchstich mitten in meinen Kopf. Oh Gott, mir wird schlecht. Abwarten. Atmen, nur nicht bewegen. Ich konzentriere mich und versuche, den Schmerz zu ertragen. Und nach 20 Minuten ist es schon etwas besser. Licht schimmert durch die Augenlider. Ich versuche es mal. Langsam hebe ich die Lider. Kann aber nur verschwommen sehen und habe das Gefühl, dass meine Augen zusammengeklebt sind. Aber ich kann Umrisse erkennen. Ein Licht. Sehr schwach. Ein Zimmer wohl. Eine weiß gestrichene Decke. Ich wage es nicht, den Kopf zu drehen. Denn bei jeder Anspannung sticht es im Kopf. Also gut. Wie damals versuchen wir also erstmal herauszufinden, was alles noch funktioniert. Sehen kann ich schon mal. Denken geht auch. Die Zunge kann ich bewegen,
Und wenn ich mich sehr anstrenge, kann ich auch Töne machen. Immer schön langsam. Denn alles, was ich mache, brennt in meinem Kopf. Weiter im Text. Linkes Bein vorsichtig bewegen. Fühlt sich normal an. Rechtes Bein. Ja, auch das ist noch da und ich kann es bewegen. Linke Hand, alle Finger da und anheben geht auch. Rechte Hand. Rechte Hand. Okay, dann den Arm und wie ein glühender Stich reißt mich der Schmerz fast wieder in die Besinnungslosigkeit. Minimal kann ich den Arm bewegen, aber das war es auch. Aber ich glaube, ich fühle meine Finger. Aber so richtig kann ich die nicht bewegen. Gut, also bis auf die Höllenschmerzen im Oberkörper und im Kopf scheint ja noch alles dran zu sein. Ich dämmere wieder weg und wache auch irgendwann wieder auf, als ich Stimmen höre. Also die Ohren sind auch in Ordnung, das wird ja immer besser. Eine weibliche Stimme spricht mich an, ob ich Durst hätte. Ich versuche zu schauen und eine Krankenschwester schaut mich an. Ich krächze noch ein Bitte heraus und sie gibt mir eine Tasse Wasser. Eine Wohltat, denn mein Mund ist so trocken wie die Wüste in Afrika. Ich frage nach, was mit mir wäre. Und die Dame erklärt mir, dass der Arzt später vorbeikommen wird. Ein paar Schmerzmittel wären noch schön, aber da ist sie auch schon wieder verschwunden. Wieder dämmere ich weg. Das ist aber auch gut so, denn wenn man schläft, hat man keine Schmerzen. Ich werde wieder wach. Scheint schon früher Abend zu sein, denn es ist dunkler als vorhin. Ich kann die Umrisse von drei Personen erkennen und langsam wird das Bild auch klarer. Ein Arzt und zwei Schwestern stehen an meinem Bett. Der Arzt meint sehr freundlich zu mir, dass ich in einem Lazarett knapp 50 Kilometer hinter Rostow wäre und dass ich auch viel Glück gehabt hätte. Ich versuche mich zu erinnern, aber da ist nichts. Mit belegter Stimme versuche ich auch, seine Fragen zu beantworten. Aber es fällt mir sehr schwer und übel ist mir auch. Er erklärt mir, dass ich eine sehr große Platzwunde am Schädel habe und einen Schulterschuss abbekommen. Muskeln und Schlüsselbein sind im Eimer, aber das kriegt man wieder hin. Die Platzwunde ist zugenäht, aber die Gehirnerschütterung, die hat es wohl in sich. Dazu kommt noch eine Amnesie, die in der Regel wohl ein paar Tage anhalten wird. Bald wäre ich transportfähig und dann geht es Richtung Heimat. Ja, irgendwie bin ich schon mal glücklich, dass ich nicht so viel abbekommen habe. Schulterschuss ist schlimm, aber wenn es keinen Schussbruch gegeben hat, dann wird auch das wieder. Dauert nur und es kann wirklich wehtun. Also Platzwunde Nummer 4 am Kopf, das ist auch nicht so wild, aber schlimm ist, dass ich mich nicht erinnern kann. Ist die Rosinante getroffen worden? Und sind wir dann raus? War ich im Feld und habe mir eine Kugel gefangen? Haben uns dann doch die Stalinorgeln erwischt? Nein, dann hätte ich ja sicherlich noch Splitter irgendwo. Fieberhaft denke ich nach, aber auch das schmerzt im Kopf. Die Schwester bringt mir Wasser und die Bettpfanne. Was sein muss, muss sein. Sicher könnte ich zum Klo gehen, aber ich denke, dann platzt mir der Kopf. Diesmal frage ich nach einem Schmerzmittel und ich bekomme eine Tablette. Ach, welche Wonne, als man die Wirkung der Tabletten spüren kann. Der pulsierende Schmerz in der Schulter lässt nach und der Kopf hämmert nicht gleich bei jeder Bewegung. So kann das bleiben. Später dämmere ich wieder weg. Am nächsten Morgen geht es schon besser, aber aufstehen oder den rechten Arm bewegen ist aussichtslos. Krampfhaft versuche ich mich zu erinnern, was geschehen ist. Ich habe nur Bruchstücke vor Augen. Rosinante steckte im Graben und wir wurden herausgezogen. Ja, das waren die Kameraden von der Panzerabwehr mit den Zugmaschinen. Oder waren es die Flakleute? Wir wollten noch irgendwie weiter zu den Brücken. Aber da ist nur Dunkelheit. Das Ungewisse stimmt mich nachdenklich und traurig, da ich nicht weiß, was mit meinen Kameraden geschehen ist.
Aber wenn ich angeschossen worden bin, dann kann der Panzer ja noch in einem Stück sein. Beide Beine gebrochen und Splittern im Hintern, meint er noch scherzhaft. Die 7. Verwundung seit 41, erzählt er mir. Und er sagt, dass die Fußsoldaten immer alles abbekommen. Seit er im Osten ist, sind von seinem alten Haufen noch 10 Mann da. Die kamen mit 130 Mann an die Front. Was für ein Blutzoll an Verwundeten und Toten. Gegenüber liegt Hans, ein Pionier und Opfer einer russischen Sprengfalle. Die Saubande, dreifach vermint, haben die ihre Löcher. Entschärfst du die erste Ladung, hebst diese dann an, dann noch ein Draht, den man auch durchschneidet, dann ist alles sauber und wenn du dann die zweite Ladung rausholst, fliegt dir die dritte um die Ohren. Sein halbes Gesicht ist durch Splitter getroffen worden und hat auch ein paar Finger verloren. Glück gehabt, meint er zu mir, aber Minen- und Sprengladung entfernen geht mit den Händen nicht mehr. Der letzte im Zimmer ist von der Artillerie. Der Eugen war in einem schweren Feldgeschütz als Besatzung eingeteilt. Beim Verlegen mit den großen Kartoffelschmeißern hat seine Zugmaschine einen Volltreffer bekommen. 8 Mann sofort tot. Er hat einen Fuß verloren und das rechte Auge ist auch nicht mehr zu retten gewesen. Er meint, nun wäre ein Pirat, Holzbein und Augenklappe und wir müssen herzhaft darüber lachen. Ja, der Humor, das ist das Letzte, was wir noch haben. Für Eugen ist der Krieg an der Front vorbei. Sicherlich wird er noch in irgendeiner Militärschule unterrichten können, aber am Geschütz, das klappt nicht mehr. Dann soll ich noch erzählen, wie ich hier gelandet bin, aber leider warte ich noch auf meine eigenen Erinnerungen. Aber mehr als meinen Stubenkameraden zu erklären, dass ich ein Panzermann bin und was passiert ist, das weiß ich leider nicht mehr. Viele Fragen werden mir trotzdem gestellt und ich versuche dabei, meine Kopfschmerzen zu ignorieren. Irgendwann winke ich ab und die Jungs verstehen es auch. Der kaputte Schädel macht mich fertig. Trotzdem eine lustige Runde und es wird immer was erzählt und ich lausche und lache in mich hinein, wenn mal wieder einer eine Räuberpistole zum Besten gibt. Das eine Mal erzählt Eugen von deutschen Überläufern, die dann für die Russen arbeiten. Ich folge der Erzählung und kann mir das gar nicht vorstellen. Da sind wohl auch deutsche Offiziere, die beim Russen sind und dann wieder zurückkommen, um falsche Befehle zu erteilen. So können die Russen dann wieder welche von unseren Kameraden kassieren. Das ist ja ein Ding. Da sollte man jeden Vorgesetzten, der einen merkwürdigen Befehl erteilt, gleich als Überläufer erkennen, oder wie? So leicht wird das nicht. Aber wir warten mal ab. Wieder sind ein paar Tage vergangen und die Übelkeit ist verschwunden. Der Kopf schmerzt noch immer, aber ich kann mich schon aufs Bett setzen, ohne dabei Höllenqualen zu leiden. Noch ein paar Tage und es geht in die Heimat, erklärt mir der Arzt, nachdem er mich untersucht hat. Schulter und Arm ist noch nicht so richtig bewegbar, aber das sollte auch noch klappen. Ich denke viel an Gudrun. Bald werde ich wieder daheim sein und sicherlich gibt es einen kleinen Genesungsurlaub. Ich würde ihr schon schreiben, aber sicherlich ist mein Brief dann erst nach mir zu Hause. Also erstmal abwarten, wohin ins Reich ich komme. Gegen späten Nachmittag höre ich dann eine vertraute Stimme auf dem Flur. Da kommt der Obergefreite Schmidt durch die Tür mit einem kleinen Korb in der Hand. Er freut sich, mich zu sehen und fängt gleich an, einige Späßchen zu machen. Brot, Käse und Wein hat der Verrückte mir besorgt. Mit den besten Empfehlungen von deiner Besatzung, meint er. Der Herr Leutnant sagt, du sollst bald wieder zum Regiment zurück. Du wirst gebraucht. Ein Riesenstein fällt von meinem Herzen, also alle wohl auf. Ich halte es gar nicht mehr aus vor Spannung, aber der Schmidt lässt sich Zeit. Der Lump. Erst stellt er sich den Kameraden vor und dann gibt's hier und da auch noch ein paar lustige Sprüche. Nun erzähl schon, was ist denn passiert, nerv ich ihn. Er macht eine lange Pause, als ob er erst überlegen muss. Ich will ihm einen Knuff geben, aber meine Körperfunktion ist noch nicht so, dass meine Faust überhaupt bei ihm ankommt. Er lacht in sich hinein und dann hat er endlich ein Herz und erzählt. Also Rudolf, was weißt du denn noch über die letzten Tage? Was weißt du über deine Verbundung? Kurz erläutere ich, was gewesen ist und an was ich mich noch erinnern kann. So, nun denn.
Also, ihr wart auf halber Strecke mit der Rosinante und den Zugmaschinen. Dann wurdet ihr tatsächlich von einer russischen Kavallerieeinheit angegriffen, die sich gut in den Schluchten versteckt hatte. Die waren so schnell bei euch, dass weder die Flak noch die Kanonen eingesetzt werden konnten. Also habt ihr mit MG und Karabinern gekämpft. Warum auch immer bist du, als der Kampf abflaute und die Russen sich zurückzogen, aus dem Panzer raus und hast dir da oben auf dem Turm einen Schuss eingefangen. Und dann bist du kopfüber erst auf das Kanonenrohr und dann auf den Boden aufgeschlagen. Da es nicht mehr weit war bis zum Treffpunkt, haben die dich ordentlich verarztet und dann bewusstlos den Sannis übergeben. Dann ging es mit dem Verwundentransport gleich ins Lazarett. Und jetzt bist du hier. Die dachten schon, es wäre aus mit dir, aber du bist eben nicht kaputt zu kriegen. Später ist Schmidti wieder weg und wir machen uns über den Korb her. Zu viert vernichten wir die Flasche Wein, den Käse und auch das Brot. Am nächsten Morgen geht es Richtung Heimat, in das normale Leben zurück. Keine Panzer, keine Russen, keine Kugeln.